Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Challenge Me. Challenge Me, das Format, bei dem ihr mir Challenges und Bestrafungen schickt. Sollte ich bei einer Challenge versagen, werde ich bestraft. Beim letzten Mal habe ich ja leider die Challenge versagt und deswegen muss ich heute bei McDonald's einen Whopper bestellen. Solltest du nicht schon längst bei McDonald's sein? Ah, du schon wieder. Egal, viele von euch werden sich diese Frage sicherlich auch stellen. Und wer sich jetzt denkt, macht er jetzt die Bestrafung vielleicht doch nicht so, wie sie vorgesehen war, der hat recht. Doch zuallererst sei gesagt, es wird in diesem Video 100%ig eine Bestrafung geben, die sich für mich auch wie eine Bestrafung anfühlte. Bisher gab es, glaube ich, keine Bestrafung, die ich wirklich 1:1 angenommen habe. Zum Beispiel das Texture Pack benutzen war eigentlich für 2 Wochen vorgesehen. Ich habe es für 4-5 Parts oder so benutzt. Den Pokémon Theme Song zu machen, dazu war nie die Rede von einem Video. Das habe ich auch noch ein wenig erweitert und ein bisschen peinlicher gemacht. Und ich denke hier, ihr seht, worauf ich hinaus will. Ich versuche wirklich das Beste hier in dieses Format zu bringen. Und das ist eigentlich auch der Punkt, warum ich die Bestrafung nicht so machen kann, wie sie geschrieben wurde. Denn mal angenommen, ich wandere da munter in den McDonald's rein. Und dann gehe ich da hin zur Verkäuferin und sage, ich hätte gerne einen Whopper. Was ist denn das da? Hier darf aber nicht gefilmt werden. Raus! Sofort! Aber zackig! Und im schlimmsten Fall wär's das mit dem Video. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt ist aber, dass ich jemanden zum Filmen bräuchte. Gut, könnte meine Freundin übernehmen. Aber das würde dann mit versteckter Kamera passieren. Das heißt, die Kamera wäre sehr wackelig. Dann sind meine Kameras noch relativ schlecht. Das heißt, das Bild wäre nicht gut. Und wir müssten mit Kameramikro aufnehmen. Aus einiger Entfernung. Mit verwackelter Kamera kann auch der Ton nicht allzu gut werden. Und das Video wäre absolute Scheiße. Und das ist ja auch nicht der Sinn so einer Bestrafung. Vor allem nicht, wenn dann der eine Versuch, den ich da habe in diesem Restaurant, auch noch schief geht. Aber zackig! Deswegen habe ich jetzt ganz einfach so gemacht, dass ich von hier aus bei McDonald's anrufe, bei verschiedenen Filialen und einfach mal einen Whopper bestelle oder das Ganze noch ein wenig erweitere. Dazu zu sagen ist noch, dass es bei McDonald's keinen Lieferservice gibt. Das heißt, wenn ich sage, könnten Sie mir das liefern? Die haben keinen Lieferservice, die können nichts liefern. Und von daher hoffe ich da einfach mal auf ein paar lustige Situationen und wir gucken mal rein ins erste Video. Ja, guten Tag. Mein Name ist Herr Nest. Bei Ihnen kann man auch bestellen, oder? Nochmal bitte? Bei Ihnen kann man auch bestellen, oder? Okay. Dann würde ich gern einen Whopper... Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie vorbeikommen, nicht telefonisch, nur wenn Sie vorbeikommen. Nur wenn ich vorbeikomme? Ja. Ah, okay. Na gut, dann hätte ich gern einen Whopper und eine Cola. Nicht? Nicht. Gut, der hat mir das jetzt nicht ganz so abgekauft, aber wir haben ja noch einen zweiten Versuch, ne? Und den schauen wir uns jetzt mal an. Wo sind die Hände? Da sind die Hände. Guten Tag, mein Name ist Nestflo. Ich wollte bei Ihnen einen Whopper, einen Big King, eine große Portion Pommes und... Ich verstehe Sie nicht, hallo? Hallo? Hallo, ich kann Sie nicht hören. Nicht gut. Hallo? 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 Hallo, wer ist da? Hallo? Tschüss. Ich weiß auch nicht, irgendwelche Probleme gibt's hier schon, ne? Und kommen wir zum dritten Versuch. Guten Tag, mein Name ist Nestflo. Ich wollte mal bei Ihnen einen Whopper und eine kleine Cola bestellen. Könnten Sie das in die Smogon... Ich kann Sie ganz schlecht verstehen, irgendwie. Ach so, ist jetzt besser? Okay. So, probieren wir es nochmal. Okay, funktioniert es jetzt besser? Ja, ansatzweise. Okay. Ich wollte bei Ihnen einen Whopper und eine kleine Cola bestellen. Schlecht. Schlecht? Ja. Wieso? Weil Sie denn mal herkommen müssten. Ach, liefern Sie gar nicht? Nee. Ach so. Gerade nicht.
Ah, okay. Das ist dann wirklich schlecht. Ja, ne? Ja. Hallo? Okay, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Der war mal freundlich. Auch wenn das, glaube ich, gemerkt hat, oder? Nachdem wir das jetzt hinter uns haben, kann ich euch auf jeden Fall auch sagen, dass das Ganze wirklich eine Bestrafung für mich war. Denn ich bin ein schüchterner Typ und überhaupt erstmal das anzurufen und dann jedes Mal dieses Piep, Piep, Piep abzuwarten mit dem Gedanken, jeden Moment könnte einer rangehen. Das war wirklich eine Bestrafung für mich. Es ist gar nicht so leicht, manchmal mit Leuten zu reden. Glaubt mir das. Schüchterne Leute werden mir da zustimmen. Von daher hoffe ich euch, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn es nicht hundertprozentig das war, was ihr erwartet hattet. Aber wann bekommt man das schon mal im Leben, was? In jedem Fall schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann uns wieder an eine Challenge setzen. Und ich kann schon mal sagen, dass es eventuell was mit The Binding of Isaac zu tun hat. Uiuiuiuiui. Warum mache ich denn da diese merkwürdige, creepy Handbewegung? Ich will euch zeigen, hey, ich kann meine Hand bewegen und meine Finger. Well, genau. Also, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten. Los, bewertet das Video. Jetzt halt die Schnauze da hinten, okay? Aber ihr könnt es ja vielleicht trotzdem machen. Bis dann. Tschüss.